Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. So, mit dir sollten wir noch Langsam reden. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. An was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Mauern, Sandsäcke, Geschütztürme. Was auch immer du hinbekommst. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Oh. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ach, der tauscht auch. Der hätte zumindest hier Muni für die... waren ja auch 38er. Die haben irgendwie nichts Anständiges hier alle. Sowas. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Ja. Rüstung? Können wir da eigentlich schon was herstellen mittlerweile? Wir haben ja irgendwelche Rüstungsteile gefunden. Da muss ich ab der Future. Lederrüstung könnten wir halt machen. Auch nur Standard, wie es aussieht, oder? Da haben wir... ja, es fehlt an Stoff. Und Rüstmeister bräuchten wir dann dafür. Sieht aber auch dann deutlich anders aus. Nicht schlecht. Ja, ich glaube, das machen wir dann später mal. Vielleicht kriegen wir auch wieder so eine coole Schleichrüstung. Das wäre ziemlich gut, wie im, bei Dings, wie bei... an hier will ich auch nichts herstellen. Wo ist denn hier diese Waffenbank? Da. Wie bei New Vegas. Da haben wir ein großes Magazin. Verlängerter Lauf. Mündungsbremse. Was brauchen wir denn für den Schalldämpfer? Ach du scheiß Waffenfreak. Hätten wir genug da, wir sind halt nicht ausgerüstet dafür. Ich glaube, ich pack da mal ein Bajonett drauf. Gibt ja auch Erfahrung. Was du mit meinen Knarren anfangen kannst. Ach cool, das gefällt Preston. Schön. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Alles klar. Komfortgriff. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Ich glaube, da werde ich doch etwas längere Zeit dran verbringen. Das macht mir irgendwie gerade extrem viel Spaß, in Waffen darum zu knaupen. Können wir da noch irgendwas machen? Hier so ein Reflexvisier vielleicht. Jawohl. Standardautomatik. Panzerbrechen. Ja, ich glaube, Waffenflieg werden wir dann auch nochmal. Machen. Kann ich denn? Moment mal. Repetiere Automatik. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Verlängerter Lauf.
Gut, der ist halt schon drauf. Das Ding ist wohl schon soweit modifiziert. Aber wie ist er mit dem Schalldämpfer? Brauchen wir noch ein bisschen. Okay. Wie gesagt, gibt noch eine weitere Siedlung. So, also das mit dem Hut unten gefällt mir gar nicht. Es scheint, also das ist ja auch, war gestern beim Stream. Es scheint tatsächlich mit den AMD-Treibern zusammenzuhängen. Ärgerlich. Auch unser Schlagstock. Wie war das mit F, glaube ich, oder? Okay, dann gehen wir nochmal ins Inventar. Waffen. Molotow-Cocktail. Ach, das war, glaube ich, auf Alt, wo wir den schmeißen können. Wo ist denn hier meine doppelläufige Schrotflinte? War das hier unsere? Ne, hier die taktische hatten wir. Ach, du Scheiße. Okay, auf 0 lassen wir die Stimpaks. Das ist, glaube ich, ganz okay. Dann packen wir dich mal auf die 2. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Dich packen wir mal auf die 1. Das Gewehr macht weniger Schaden als... Ja gut, das ist die 10mm Pistole, klar. Da haben wir halt deutlich mehr Muni. Dich packen wir dann mal auf die 3. So. Ja, hat was. Durchladen, brauchen wir nicht. Schon knuffig. So, Aufträge. Ach so, wir sollten ja eh noch hier Verteidigungsanlagen bauen. Ich glaube, wie gesagt, ich werde jetzt hier mal eine Runde mich um die Siedlung kümmern, mir das mal anschauen und oh, wir müssen wahrscheinlich eh noch Zeug sammeln dann dafür. Dann schauen wir mal. So, Strukturen, Möbel, Dekoration, Energie, Schutz. Wachposten, Geschütztürme, Fallen. Ah, Holz und Stahl ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ich glaube, wenn wir das hier hinsetzen, wie machen wir das denn jetzt taktisch am sinnvollsten? Vielleicht hier runter. Hier so Richtung Fluss. Dass uns von da halt nichts angreifen kann. Ups.
Mindestens so hoch wie die Summe aus Nahrung und Wasser. Aha. Wer braucht denn sowas? Gib mir den Einkaufswagen. So, dann bauen wir hier vielleicht noch einen hin. Upf. Komm, hier an den Rand. Jawohl. Scheiß jetzt mal auf die Verstrahlung grad. Ich glaube, hier könnten wir noch einen hinsetzen. Upf. So. Schöne Bleistift. Gut, vielleicht an die Ecke hier, dass wir dann hier so... Ach, jetzt haben wir nicht mehr genug Holz. Dann gib mal gerade her. Danke. Immer noch nicht genug. Fällen wir halt noch gerade ein paar Bäume. Ich weiß gar nicht, wachsen die wieder nach? Vielleicht hier in den Eingang platzieren. So. Da war doch gerade ein Spot. Ich möchte das gerne hier hinsetzen. Da. So, Essen 10. Was haben wir jetzt an Schutz? Immer noch 0. Auch wir müssen da wahrscheinlich auch Leute zuweisen, oder? So, kann man es hier gemütlich hochwuseln. Aber den Baum da unten nehme ich mal weg. Den braucht doch kein Mensch. Der darf da stehen bleiben, der ist schön. Okay, das wären die Wachposten geschützt haben. Ich glaube, das können wir uns einfach nicht leisten, oder? Obwohl mit Stahl, er braucht halt... Bräuchte halt Stahl. Wollen wir denn... Ich bin ja überlegen, hier die Häuser langsam mal abzureißen. Hier kommen die Schaukel. Kinder gibt's eh nicht. Gib. Ach, die bringen nur Holz. Ja, hier kommt der ganze Schrott mal weg. Müssen wir da halt auch noch einen Generator hinstellen, oder? Könnte ich mir ja vorstellen. Mit dem einfach mal davor. Oder? Ja. So. Wieder das Schild. Wir brauchen hier keine Schilde. Ah, ne, es scheint so zu funktionieren. Nett. Jetzt haben wir Schutz 5. Brauchen halt noch Stahl. Danke. Setzen wir hier noch einen hin. Hey. Die scheinen wohl tatsächlich ohne Dings zu funktionieren. Jetzt haben wir Schutz 10. Ich glaube, dann setzen wir hier noch einfach ein. Was brauchen wir jetzt? 8 Zahnräder bräuchten wir noch. Okili dokili. Ja, ich gehe mal kurz wieder raus. Wie sieht's denn aus? Haben wir erledigt? Gut, dann reden wir nochmal mit Chefchen. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an.
Was jetzt? Tja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Yay, Errungenschaft. Wieso eigentlich mein Zuhause? Es ist doch... Ich hab das doch hier alles. Es ist doch mein altes Dörfchen hier. Und diese Besitzansprüche. Preston hat gerade nichts zu tun. Wie sagt das mit dem Stuhl? Ich hab keine Ahnung. Ich hab der halt so ein... Muss der wirklich so einen Stuhl irgendwo ins Zimmer packen? Man kann alles oder was? Reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Ja, ja. Wo ist denn hier unsere Mäh? Vielleicht... Oder? Wie hießen die? Mama Murphy, genau. Das mit dem Tab aus den Dings... Alter, das mit dem gefällt mir gar nicht hiermit. Ich muss echt mal gucken, ob ich da nochmal irgendwas umstellen kann. Also das scheint... Ist tatsächlich erst seit diesem Upgrade. Unser altes Haus. Ich glaube, das lasse ich auch einfach mal so. Wo wir das ja theoretisch auch noch aufrüsten könnten. Also halt möblieren auf jeden Fall. Also, ob wir hier noch irgendwie einen Dings bauen können. Das machen wir dann nach und nach. Dafür ist ja noch genug Zeit, denke ich. Dann können wir hier den Müll auch mal langsam entfernen. Und eine richtig schöne Siedlung draus basteln. ja, das Problem ist, wo ist Frau May? Ach, wie komme ich auf Mama May? Ich habe keine Ahnung. Karte. 23% Zufriedenheit, das ist schön. Concord, Museum der Freiheit. Na, ich glaube, das machen wir dann auch irgendwie anderen Mal, wenn diese mir gerade über den Weg läuft. So, Problem mit den Raidern. Feuerunterstützung, Juwel des Commonwealth. Das sieht mir so aus, als wäre das relativ heftig. Das mit der Sendestation klingt ganz gut. Ich glaube, das machen wir mal. So, Karte, das ist da unten. Okay. War da oben nicht noch irgendwas zu erledigen? Gucken, was das ist. Das ist auch da unten. Alles klar, gut, dann machen wir das als mit der Siedlung als nächstes. Wir reisen schon mal ein bisschen nach vorne. Hier, Museum der Freiheit. Und ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Mal gucken, wann wir dann da ankommen. Irgendwann in der nächsten Folge. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ich hoffe mal, dass... Ja gut, ich glaube nicht, dass wir 20 Minuten lang jetzt durchs Ödland rennen. Das würde mich dann doch ein wenig verwundern. Aber das Museum... Oh, das mit dem Ding ist so nervig gerade. Wir müssen nach da ungefähr. Wahrscheinlich hat jetzt der AMD wieder irgendeinen Scheiß optimiert, was er nicht optimieren soll. Können wir hier verwerten? Ich glaube ja nicht, oder? Vor alle anderen Siedlungen hier ausplündern. Ah, da unten wird es ja auch angezeigt. Ich sollte aber vielleicht trotzdem mal besser die Waffe ziehen. Sch-
Schleichmodus. Speichern, auch schon lange nicht mehr. Jetzt geht's auch mit dem Display wieder. Keine Ahnung, was das ist. Da hinten könnte es sein, oder zumindest ist da hinten irgendwas. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.